Es ist der Hass gegen Deutschland und was daraus wird. Es ist der Hass gegen Meinung, ey, man wird boykottiert. Es ist der Hass gegen alle, die es besser wissen wollen. Der Hass, den man pflegt auf das lächerliche Volk. Mann, den Hass, den ich habe und den Hass, den ich trage, sind mir fast schon zu schade, um ihn ganz abzutragen. Gerne würde ich den Panzer hier fahren, um Hass-Tiraden zu transportieren und Angst zu haben. Das ist der Hass, den ich projiziere und voll vor mir. Irgendwann kniet das Volk vor mir. Wenn sie erkennen, dass ich recht hab, meine Meinung verhüllt, aufgeschrieben und sie leise verknüllt. Das ist der Hass, den ich trage, den Hass all die Tage, denn ich lass mir nichts sagen. Das ist der Wahnsinn, meine Meinung ein Konstrukt meiner selbst. Schaut in ein paar Jahren dann, wer euch weiterhält. Denn ich hasse auch die Menschheit. YOLOs weg und Hipster, hey, wie könnt ihr mir so fremd sein? Kennt deine Generation auch Niveau? Wette nicht und das zu 1000 pro. Mann, ich wette auch, dass ihr den ganzen Hass nicht versteht. Äußer mich einmal, ey, und lass es so stehen. Denn ich hasse auch die einseitig Lenkbarkeit. Denn wie man hier gut sieht, kein Mensch denkt allein. Denn ihr seid so getrieben zu denken, was die so schrieben. Ihr erkennt nicht die Intrigen, ey, sie vernichten so viele Hirne, die nicht funktionieren und deshalb so gut zu schmieren sind. Und wir glauben die Scheiße, ey, das ist ihr Sinn. Mann, ich hasse, dass ihr glaubt, dass die sagen, was wahr ist. Doch klar ist, dass das, was die sagen, alles nur für den Hass ist. Und weil es das ist, sie doch schaue und glaube, ich weiß, was los ist. Dass beinahe jeder Mensch in seinem Kopf tot ist.